mich, Sie jetzt herzlich zu unserem Projektpitch sozusagen vorzustellen. Es wird wild, es wird schnell gehen. Es geht wirklich darum, die Projekte im Schnelldurchlauf durchzutakten, kurz vorzustellen. Dafür sehen Sie schon, dass alle sich sozusagen immer aufreihen und die Spielregeln sind wie folgt. Tatsächlich haben die Kompetenzzentren, wenn wir starten, nach der Reihenfolge, wie sie auch gestartet sind in den Projektverbund Lern Digital, haben 2 Minuten pro Projektverbund Zeit, in der Kürze alles vorzustellen. Sie werden hier vorne auf die Zeit immer luschern, 2 Minuten abgelaufen, ich werde abmoderieren, nächste Person. Wenn ihr Fragen habt, ist jetzt sozusagen nicht der richtige Moment, aber dafür gibt es Askabat, einmal runtergehen, da stehen die Broker der Kompetenzzentren, die können auch Fragen beantworten, da hängen auch die Poster, da können Anmerkungen hinterlassen werden und Sie haben ja die Person dann einmal schon auf der Bühne gesehen. Sobald Sie von der Bühne sind, können Sie die auch schnappen und sagen, einmal Austausch, weitersprechen. Genau, so sind ungefähr die Spielregeln. Hier geht es jetzt sozusagen im Schnelldurchlauf einmal durch alle Kompetenzzentren, alle Projektverbünde. Und wir starten mit Mint und Herrn Pittich würde ich auf die Bühne bitten zum kurzen, erstmal du selbst und dann alle anderen. Super, Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Mein Name ist Daniel Pittich. Ich komme von der Technischen Universität München. Ich bin Sprecher des Kompetenzzentrums MINT. Das Kompetenzzentrum MINT besteht, wie wir heute schon gehört haben, aus insgesamt 6 Verbünden. Es zeichnet sich durch eine relativ große thematische und konzeptionelle Breite und auch ein Facettenreichtum aus. Und die Projekte werden in allen Bildungsbereichen umgesetzt. Also angefangen von der Grundschule über die allgemeinbildenden Schulen bis rein in die berufliche Bildung. Die Themen reichen von Plattformen zum Selbstlernen, zum Weiterbilden, zum Vernetzen, beispielsweise in Form von didaktischen Doppeldeckern, bis hin zu konkreten Lehr-Lern-Szenarien in Laboren und der Bereitstellung von Open Educational Resources. Alle Arbeiten sind, wie bei allen anderen auch, fachdidaktisch ausgerichtet, also auf die Weiterentwicklung des Lehren und Lernens in der Mathematik, in der Informatik, in den Naturwissenschaften und in der Technik ausgerichtet. Immer mit dem Ziel, unmittelbar unterrichtspraktisch wirksam zu sein und das Lernen mit digitalen Features zu verbessern. Wir freuen uns also auf die Einblicke von den 6 Verbünden. Und ich habe noch die ehrenvolle Aufgabe, meine Kollegen jetzt anzumoderieren. Wir machen das alphabetisch, also nicht nach den Namen der Personen, sondern der Verbünde. Wir fangen an mit dem CAM-MINT-Netzwerk und ich freue mich, dass Herr Professor Stefan Ruhmann und die Frau Professorin Johanna Heitzer uns etwas in 2 Minuten dazu sagen. Ja, ich freue mich, hier das Projekt CAM-MINT vertreten zu dürfen, indem wir auf Vernetzung für und durch Fortbildung besonderen Wert legen. Zusammen mit Sebastian Becker-Genschow Köln und Matthias Ropohl Essen vertrete ich, in dem Fall aus Aachen, ein Teilteam, das sich besonders auf die MINT-interdisziplinären Aspekte im Projekt konzentriert und Kohärenz in der inhaltlichen Arbeit herstellen möchte. Das ist uns insbesondere deshalb auch ein Anliegen, weil wir neben den festgeschriebenen Hauptprojektzielen Bildung für nachhaltige Entwicklung befördern möchten. 16 lehrerbildende Universitäten aus 4 Bundesländern, CAM-Netz im Sachunterricht und allen 5 MINT-Fächern, Technikexpertise, Vorarbeiten wie die fachdidaktische Entwicklungsforschung, Kompetenzkataloge und eben schon den MINT-fächerübergreifenden Blick. Wir freuen uns auf die kollegiale Zusammenarbeit, Produkte und Erkenntnisse. 49, ich schaffe das. Hallo, Stefan Ruhmann. Ich möchte was zum CAM-MINT an sich sagen, zu der Begrifflichkeit. Zumindest die erste Silbe taucht gleich mehrmals auf. Ich liege mal so um eine halbe Stunde nach vorne. Es gibt noch CAM-Arts und CAM-Sport. Die 3 Verbünde stellen im Grunde ein Konsortium von 3 Verbünden dar und die bauen auf einem anderen Projekt, dem CAM-MINT-Projekt auf.
Und insofern haben wir dann auch mal eine Struktur, die sich auch widerspiegelt in ein eigenes QM-System und aber auch eine eigene verbundene Transferstelle, da ist Martin Heinrich und auch Isabel van Ackeren mit vertreten. Wir haben aber auch über die drei Verbunde hinweg mit Manfred Hololinski ein eigenes Metaportal und stellen insofern auch eine OER-Infrastruktur zur Verfügung. Und warum stehe ich jetzt hier vorne? Weil nämlich diese drei KAM-Verbünde, die werden wiederum konsortial geführt von der UDE und qua Amt habe ich die Ehre, pünktlich schließen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank, das war schon mal die erste Punktlandung. Wir kommen zum nächsten Projekt, die vor MINT und Frau Professor Dr. Lorke. Hallo zusammen. Bei DVMINT kooperieren VertreterInnen der RWTH Aachen, der Universitäten Gießen, Potsdam und Oldenburg. Und wir haben natürlich digitale Kompetenzen im Fokus und möchten Lehrkräfte dabei unterstützen, diese auch in der Unterrichtspraxis anzuwenden. Wir haben Angebote für Lehrkräfte von der Grundschule bis zum Berufskolleg, decken dabei die klassischen naturwissenschaftlichen Fächer ab, aber auch Medienpädagogik, Mathematik, Informatik und verschiedene berufliche Fachrichtungen aus den Ingenieurwissenschaften. Wir adressieren also auch diese besondere Herausforderung, vor der Lehrkräfte stehen, durch die Einführung von Informatik als Pflichtfach, wie das zum Beispiel in NRW der Fall ist. Gemeinsam ist all unseren Angeboten, dass wir dem Konzept des didaktischen Doppeldeckers folgen. Das heißt, dass in bestimmten Abschnitten unserer Fortbildung die Lehrkräfte in die SchülerInnenrolle schlüpfen und so dann Theoriewissen und Handlungswissen verknüpfen können. Die unterrichtspraktische Umsetzung ist also immer in unseren Fortbildungskonzepten schon mit verankert. Wir evaluieren unsere Fortbildungsangebote natürlich in Bezug auf die Wirkung, aber auch in Bezug auf die Passung zu den Bedürfnissen der Lehrkräfte und können so entsprechend unser Fortbildungskonzept auch anpassen, falls das denn notwendig ist. Das heißt, wir folgen insgesamt dem Ansatz des Design-Based Research mit dem Ziel, dass wir dann unsere Endversion der Fortbildungskonzepte und Fortbildungsmaterialien als Open Educational Resources zur Verfügung stellen können, damit andere Standorte der Lehrkräfte aus- und Fortbildung sie dann entsprechend nutzen können. Danke, wir freuen uns auf den Austausch. Vielen Dank. Als nächstes freue ich mich auf das Projekt oder wir uns auf das Projekt DigiProMin und Frau Muriel Schaber. Genau. Hallo. Also DigiProMin ist ein Projektverbund aus 9 Universitäten und Forschungseinrichtungen unter der Leitung von Katharina Scheithoff an der Universität Potsdam. Darüber hinaus sind noch beteiligt, und jetzt lese ich ab, damit ich niemanden vergesse, die Freie Universität Berlin, das Hasso-Plattner-Institut, die Humboldt-Universität zu Berlin, das Leibniz-Institut für die Didaktik der Naturwissenschaften und Mathematik, IPN, die Ludwigs-Maximilians-Universität München, die Technische Universität Dortmund, die Technische Universität München und die Universität Hamburg. Zum einen entwickeln wir Fortbildungsmodule für die Lehrkräfte der MINT-Fächer, die sich an einer geteilten Auffassung von gutem, verständnisorientiertem Unterricht orientieren. Ein Arbeitsschwerpunkt stellt dabei die Unterstützung forschenden Lernens durch Einsatz digitaler Medien dar. Darüber hinaus, hier arbeiten wir in fachspezifischen Verbünden überregional zusammen. Zum anderen arbeiten wir überfachlich zum Einsatz digitaler Medien und Innovationen in den MINT-Fächern als Medium für die Lehrkräftebildung. Wir können die Lehrkräfte zum Beispiel durch Einsatz eines Virtual Reality Klassenzimmers oder durch simulationsbasierte Szenarien für den Unterricht handlungsnah fortbilden. Die Fortbildungsmodule entwickeln wir praxisorientiert in einem Design-Research-Ansatz. Um etwas über die Wirksamkeit der Fortbildungsmodule zu erfahren, entwickeln wir Testinstrumente zur Erfassung der digitalisierungsbezogenen Kompetenzen bei den teilnehmenden Lehrkräften. Aber damit die Fortbildungsmodule, wenn wir fertig sind, nicht in der Schublade verschwinden, arbeiten wir auch eng mit den Landesinstituten in den beteiligten Bundesländern und Schulnetzwerken, das sind Schleswig-Holstein, Bayern, Brandenburg und Hamburg, für eine Verankerung in der Bildungspraxis zusammen. Und um unsere Ergebnisse auch langfristig breit zu streuen, werden die entwickelten Module als OER veröffentlicht und auch über MultiplikatorInnen-Schulungen zugänglich gemacht. Vielen Dank. Als nächstes darf ich den Kollegen Matthias Wilde bitten, etwas zu LFB Labs Digital zu sagen. Vielen Dank. In unserem Verbundprojekt LFB Labs Digital erforschen wir Fortbildungen von Lehrerinnen und Lehrern zur Digitalisierung in Schülerlaboren. Schülerlabore sind besondere außerschulische Lernorte,
denn sie gewähren Freiheiten jenseits des Lehrplans. Gleichzeitig erlauben sie aber eben auch sehr gut geplante und immer wieder optimierbare Lernangebote. Außerdem wurden die Schülerlabore in der Corona-Zeit zu Digitalisierungsexperten. All das verwenden wir jetzt in unseren Lehrerinnen-Fortbildungen. Die Lehrerinnen und Lehrer können die Digitalisierungsangebote zum einen als Lerner kennen und nutzen lernen. Sie dürfen in den Laboren aber auch die Rolle der Betreuungsperson für die eigenen Klassen einnehmen. Wir werden in unseren Fortbildungen Digitalisierungsangebote für alle MINT-Perspektiven und für alle Klassenstufen machen. Die Angebote werden unterschiedlich lang, unterschiedlich intensiv und unterschiedlich eng mit dem Schulunterricht verknüpft sein. Und das untersuchen wir auf drei Ebenen. In den Laboren selbst, auf das jeweilige Fach bezogen, auf einer überfachlichen und auf einer systemischen Ebene. Beteiligt an dem Verbundprojekt sind die Leuphana-Universität Lüneburg mit Simone Abels, die Westfälische Wilhelms-Universität Münster mit Chris Beser, die Universität Paderborn mit Eva Blumberg, die Universität Bremen mit Andreas Breiter, die Karl von Ossietzky, Universität Oldenburg mit Maja Brückmann und die Technische Universität Dresden mit Rolf Körber, außerdem die Rheinland-Pfälzische Technische Universität mit Jürgen Roth und die Uni Bielefeld mit Steffi Schwedler und mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, als nächstes schlüpfe ich jetzt in eine andere Rolle. Jetzt darf ich zusammen mit Margareta Heindl das Projekt LPI vorstellen. Im Projekt LPI arbeiten die TU München, die Universität Stuttgart, die PH Gmünd und die Technische Universität Darmstadt an einem gemeinsamen länder- und phasenübergreifenden Interface im Bereich der beruflich-technischen Bildung. Weitere Partner sind Landesinstitute oder auch Regierungen, denen wir auf Augenhöhe begegnen und mit denen wir auch schon in anderen Kontexten kooperieren. Zentrales und gemeinsames Ziel ist es, Personen und die vorhandenen Expertisen der Digitalisierung des beruflich-technischen Lehrens und Lernens zusammenzubringen und Kompetenzen und Ansätze miteinander zu vernetzen und weiterzuentwickeln. Um Parallelstrukturen zu vermeiden, gehen wir direkt in die Fortbildungspraxis. Wir sprechen mit Personen, die Fortbildungsstrategien und Konzepte entwickeln, mit Personen, die Fortbildungsbedarfe ermitteln und natürlich auch mit Personen, die selber Fortbildungen anbieten. So erhalten wir direkte Einblicke, wie Fortbildungen im beruflich-technischen Lernen ganz konkret funktionieren. Wir sehen, wer was wo mit welchen Ausrichtungen im Thema Digitalisierung macht. Wir sehen dabei Good Practice-Beispiele, aber auch Bereiche, in denen es noch Weiterentwicklungsbedarfe gibt. Und ich als Berufsschullehrerin und Projektmitarbeiterin im LPI kann meine Erfahrungen aus der Berufsschule hier direkt nutzen für die gemeinsame Gestaltung von spezifischen und adressatengerechten Fortbildungsmöglichkeiten. Denn hier in der beruflichen Bildung, um überhaupt Veränderungsimpulse geben zu können, ist es essentiell wichtig, die Praxis von Anfang an mit an Bord zu haben. Und dazu müssen natürlich Entwicklung, Transfer, Theorie, Praxis, Wissenschaft, Bildungsadministration und die Schulen zusammen gedacht und auch gebracht werden. Und diese Idee einer Vernetzung und einem offenen und gemeinsamen Austausch von Wissen, den leben wir als Universitäten auch im LPI-Projekt, denn wir arbeiten länderübergreifend in einem gemeinsam abgestimmten Ansatz. So, jetzt wechsle ich wieder den Hut und last but not least darf ich den geschätzten Kollegen Andreas Nachner auf die Bühne bitten vielen und Dank, etwas zu MINT-ProNet sagen. Genau, vielen Dank. Bei uns im Projekt geht es eigentlich um adaptiven Unterricht, denn der wird als Chance gesehen, Bildungsgerechtigkeit unter anderem im MINT. Wir hören nachher auch ein anderes Projekt, hier in der Runde, zu Kunst, Musik und Sport. Also in unterschiedlichen Fächern könnte adaptiver Unterricht ein Potenzial bieten, um produktiv mit Heterogenität umzugehen. Und insbesondere digitale Medien eröffnen besonderes Potenzial, denn Lehrkräfte sind natürlich oft überfordert, permanent beispielsweise zu diagnostizieren, zu differenzieren, Feedback bereitzustellen und das auch noch fachspezifisch in den unterschiedlichen MINT-Fächern. Und dahingehend wollen wir ein integratives Gesamtkonzept entwickeln bzw. fortführen, basierend auf unterschiedlichen Vorarbeiten, indem wir drei Netzwerke bilden. Ein klassisches Netzwerk Fortbildung, wo es darum geht, Lehrkräfte erstmal fit zu machen, wie adaptiver Unterricht mit digitalen Medien realisiert werden kann, was Stolpersteine, aber auch Gelingensbedingungen sind.
Und der zweite Punkt ist, dass wir hier drauf aufbauen wollten, nicht nur Fortbildungen zu machen, sondern direkt in die Schulpraxis zu gehen, im Netzwerk Unterrichtsentwicklung und Beratung, wo wir konkret Unterrichtskonzepte fachspezifisch ausbuchstabieren und für die unterschiedlichen Fächer versuchen zu realisieren. Und da man, die zwei Netzwerke waren stärker Butterbrot und Digitalisierung, wenn man so möchte, sondern wir wollen quasi auch noch einen Ticken vor die Welle kommen, in dem dritten Netzwerk Future Innovation Hub, um potenzielle innovative Technologien, die jetzt vielleicht noch nicht in der Schule da sind, aber wie beispielsweise 2012 das Tablet bzw. aktuell ChatGPT, auf einmal da waren und wir keine Idee hatten, wie man da jetzt Unterrichtskonzepte machen kann, um hier vor die Welle zu kommen. Insgesamt sind, jetzt muss ich spickeln, 6 unterschiedliche Hochschulen beteiligt oder mehrere Hochschulen, aber die im Zusammenschluss aus den 5 Schools of Education in Baden-Württemberg, aber auch die RPTU Kaiserslautern-Landau und wir binden zudem einschlägige Partner ein, wie unter anderem das IWM, das DIE sowie das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und die LMU München. Vielen Dank. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Vielleicht ein schnelles, ich weiß nicht, Foto, aber der Fotograf ist gar nicht anwesend. Deswegen einfach Gesichter merken, Fragen jetzt schnappen, sonst später auch irgendwie beim Get-Together nochmal schnappen. Vielen, vielen, vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Kompetenzzentrum, Sprache, Gesellschaft, Wirtschaft. Und da würde ich alle, die sozusagen anwesend sind, schon mal da vorne sammeln lassen. Und bevor ich jetzt Zeit verliere, einmal übergeben. Dankeschön. Genau, Jörn Brüggemann von Kompetenz um Sprache, Wirtschaft, Gesellschaft. Ich glaube, das ist so. Vielen Dank. Sind wir alle schon versammelt? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Kompetenzzentrum Sprachen, Gesellschaft, Wirtschaft. Mein Name ist Jörn Brüggemann, ich habe den Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Bamberg inne und stehe jetzt hier als Sprecher dieses Kompetenzzentrums. In diesem Kompetenzzentrum Sprachen, Gesellschaft, Wirtschaft arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen aus, wenn ich richtig gezählt habe, 26 Universitäten und Forschungseinrichtungen in 6 unterschiedlichen Forschungsverbünden an der Entwicklung, an der Evaluierung und der forschungsgestützten Implementation von Angeboten im Bereich der Lehrkräftefort- und Weiterbildungen für alle Schularten und für alle Phasen der Lehrkräfteausbildung. Und wenn Sie jetzt die Details zu den einzelnen Forschungsverbünden, die erfahren Sie jetzt. Genau, also die GENIX ist eine Kooperation zwischen den Deutsch- und Englischdidaktiken der Universitäten Chemnitz, Dortmund und Frankfurt sowie den Bildungswissenschaften der Universität Tübingen. Hinter dem Akronym, und an dieser Stelle weiß ich schon nicht genau, ob ich sagen soll pun intended oder no pun intended, das wird sich am Ende zeigen, verbergen sich 2 handlungsleitende Konzepte. Das erste ist eine digitale Text- und Kommunikationssouveränität, welche die Entwicklung fachlich digitaler Fertigkeiten zur Textrezeption und Produktion sowie die Förderung einer kritisch-reflexiven Haltung gegenüber neuen digitalen Text- und Kommunikationsformen zum Ziel hat. Diese ist in Zeiten von KI, Fake News und Deepfakes ein zentrales Anliegen in der sprachlichen Bildung. Das zweite Konzept sind die NICs oder Networked Improvement Communities, an denen nicht nur Lehrpersonen, sondern auch Schulleitungen, Fachberatende der Landesinstitute, Bibliotheken und Medienzentren teilnehmen. NICs sind eine Organisationsform, in welcher die Beteiligten lösungsorientiert Unterrichtsinnovationen implementieren, die theoretisch fundiert und empirisch abgesichert sind. In Bottom-up-Prozessen bringen alle ihre jeweilige Expertise ein. Aus der Arbeit der NICs entstehen regional anpassbare und unmittelbar bedarfsorientierte Fortbildungsmodule zur Förderung digitaler Souveränität der Lernenden und Lehrenden in den Fächern Deutsch und Englisch. Die Netzwerkstrukturen und deren Wirksamkeit für die Implementation von Innovationen sind auch das, was uns aus forscherischer Perspektive interessiert. Wir untersuchen bundeslandübergreifend, unter welchen Bedingungen die digitalen und lokalen Steuerungsinstrumente der Netzwerke für den Transfer und die Implementation von Angeboten zur Stärkung digitaler Souveränität wirksam werden.
Mein Projektteam und ich freuen uns, mit Ihnen in den kommenden Tagen und Monaten in einen vertieften Austausch zu treten und den Netzwerk- und Kooperationsgedanken auch über die Grenzen unseres Projekts zu tragen. 1-0. Yes. Der Forschungsverbund Digitale Souveränität als Ziel wegweisender LehrerInnenbildung in Sprachen, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, kurz DISO-SGW, ist einer der größeren Forschungsverbünde, bestehend aus 35 Professorinnen und Professoren aus 13 Universitäten. Das Ziel von DISO-SGW ist es, dem Kompetenzzentrum des Bundes fachspezifische Fortbildungsangebote zur Verfügung zu stellen, mit 3 Schwerpunkten. Erstens Fortbildungsangebote, die Lehrkräfte besser als bislang dazu befähigen, allgemeine digitale Kompetenzen zu vermitteln. Zweitens Fortbildungsangebote, die Lehrkräfte in die Lage versetzen, die fachspezifischen Kompetenzen, die sie sowieso qua Bildungsstandards und Lehrplänen vermitteln müssen, digital zu vermitteln, mit Hilfe digitaler Tools und vielleicht manchmal sogar besser. Und drittens Fortbildungsangebote, die es Lehrkräften ermöglichen, die digitale Transformation der Gegenstände selbst zum Gegenstand des Unterrichts zu machen. Unsere Fortbildungsangebote zur Erweiterung digitaler Souveränität zielen einerseits auf die Vermittlung von funktionalen, auf die Anwendung digitaler technikenbezogenen fachlichen Fähigkeiten, darüber hinaus aber auch auf die Entwicklung ethisch selbstreflexiver Grundhaltungen, also auf personale Bildungsaspekte. In DISO-SGW entwickeln, evaluieren und implementieren WissenschaftlerInnen gemeinsam mit Lehrkräften aus der zweiten und dritten Phase von Anfang an Fortbildungsmodule für die Fächer und Lernbereiche Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, sprachbewusst integrativer Fachunterricht, Sprachförderung und ihre Diagnostik, Englisch, romanische Sprachen, Geografie, Geschichte, Politik, Sozialwissenschaften, Religion, Ethik und Wirtschaft. Wenn Sie genauer interessiert, wie in unserem Verbund 3 sogenannte Entwicklungsforschungs- und Transfergruppen miteinander kooperieren, um Fortbildungen zu 6 Dimensionen digitaler Souveränität zur Verfügung zu stellen, dann kommen Sie doch im Anschluss an diese Veranstaltung in den Raum Aşgabat. Vielen Dank. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Böhme und ich bin die Leiterin des Projektverbundes KISPRO. Genau, und ich bin Sarah Bormann und bin Koordinatorin des Projektverbunds KISPRO. Wenn Sie uns also kontaktieren möchten, bin ich Ihre Person. Einige von Ihnen habe ich heute schon angesprochen. Genau, und KIS, das steht für künstliche Intelligenz im schulischen Kontext. Und wenn man Lehrkräfte fragt, was ist denn künstliche Intelligenz, dann sagen die ganz oft ChatGPT. Und deswegen haben wir ChatGPT mal gefragt, was ist denn KISPRO? ChatGPT hatte natürlich eine Antwort und hat gesagt, das Verbundprojekt KISPRO, kurz für Künstliche Intelligenz in der Sensorik für Prozessautomatisierung, zielt darauf ab, innovative Lösungen und Technologien zu entwickeln, die die Effizienz und Leistungsfähigkeit in verschiedenen Industriebereichen verbessern können. Ja, und da hat sich ChatGPT leider geirrt, denn KISPRO beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz in Sprache und Schrift. Und PRO steht für Professionalisierungskonzepte. Und was uns dieses Beispiel zeigt, das ist zum einen, künstliche Intelligenz ist natürlich viel mehr als nur ChatGPT. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Chatbots, sondern auch mit Feedbacksystemen, mit intelligenten tutoriellen Systemen und sozialen Robotern. Und was uns das ChatGPT-Beispiel auch zeigt, ist, künstliche Intelligenz ist in der Lage, ganz beeindruckende Leistungen zu erbringen, aber KI ist nicht fehlerfrei. Und genau das versuchen wir zu reflektieren, herauszuarbeiten, welche Potenziale, aber auch welche Herausforderungen bringt KI in der Schule mit sich. Und dafür versuchen wir, Professionalisierungskonzepte für den schulischen Einsatz, für Lehrkräfte zu entwickeln. Und in diesen Konzepten möchten wir eben auch ethische, rechtliche und soziale Implikationen von künstlicher Intelligenz in der Schule reflektieren. Vielen Dank.
So, das ReTransfer-Projekt zielt darauf ab, die Herausforderungen digitaler Entwicklung in gesellschaftswissenschaftlichen Bildungsprozessen zu bewältigen. Das Ziel ist, mündiges Handeln in der digitalen Gegenwart, aber auch Zukunft zu fördern. Und das Leitbild der digitalen Souveränität steht hierbei im Fokus, damit die digitalen Technologien auch selbstbestimmt genutzt werden können. Im Zentrum des Vorhabens steht die Entwicklung, Implementierung und Erforschung digitaler Fachkonzepte für länderübergreifende gesellschaftswissenschaftliche Lehrkräftefortbildungen. Diese werden in Blended Learning Arrangements unter Einsatz von Open Educational Resources durchgeführt. Der European Framework for the Digital Competence of Educators und das Frankfurt Dreieck zur Bildung in der digitalen Welt dienen hierbei als Referenzrahmen. Die Umsetzung erfolgt im Verbund an 6 Hochschulstandorten in 5 Bundesländern. Das ist die Universität Aachen, Universität Bayreuth, Universität Frankfurt, die Universität in Jena und die Universität in Dresden. Und gleichzeitig auch in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation sowie natürlich mit den Landesinstituten für Lehrkräftebildung und auch den Zentren für Lehrkräftebildung an den Universitäten. Es werden fach- und mediendidaktische Standards formuliert, wobei Lehrkräfte partizipativ im Sinne von offenen Bildungspraktiken mitwirken. Dazu machen wir natürlich evidenzbasierte Forschung auf Mikro- wie auch auf der Meso-Ebene, um die Fortentwicklung dieser digitalisierungsbezogenen Maßnahmen auch weiterentwickeln zu können. Das war es von meiner Seite. Dankeschön. Ja, ich bin Manfred Holodinski. Ich stelle das Verbundprojekt VIFONET vor. VIFONET steht für videobasierte Fortbildungsmodule, digital gestützten Unterrichts im Netzwerk bundesdeutscher Videoportale. Ich denke, der Nutzung von Unterrichtsvideos ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Verbundprojektes. Die Teilprojekte erstellen professionelle Videos des Einsatzes digitaler Tools im Unterricht und nutzen dann diese Unterrichtsvideos in den Fortbildungsmodulen. Warum Unterrichtsvideos? Ich denke, dass viele Lehrkräfte haben Vorbehalte, digitale Tools in ihren Unterricht einzuführen. Sie fragen ja, wie kann ich mir das konkret vorstellen, was kann denn alles passieren? Und da helfen Unterrichtsvideos, diese Vorbehalte zu begegnen. Ja, sie sind eben Inspirationsquelle, dass man sagen kann, hey, so ein Unterricht, der ist machbar. Das ist Veranschaulichungsmittel, dass man sieht, wie so ein Unterricht funktionieren kann. Und er ist natürlich kritischer Analysegegenstand, wo es um Stärken, Anforderungen, aber natürlich auch die Grenzen digitaler Tools im Unterricht geht. Diese Unterrichtsvideos und Fortbildungsmodule werden sozusagen eingesetzt oder evaluiert in den Fächern Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, dann in Englisch, Französisch und Spanisch, schließlich in Wirtschaft und Geografie und auch im übergreifenden Fach Entwicklung nachhaltiger, nee, Bildung nachhaltiger Entwicklung. Diese Projekte sind eingebunden in ein Netzwerk bundesdeutscher Videoportale. Dort haben sich 6 Universitätsstandorte zusammengeschlossen zu einem Netzwerk. Das sind die Universitäten Augsburg, Frankfurt, Münster, die LMU und die TU München und die FU Berlin. Die haben alle Netzwerke, alle Videoportale für die Lehrerbildung und diese in diesen Portalen werden dann auch die Videos und auch die Fortbildungsmodule eingestellt zur Nachnutzung für alle Phasen der Lehrkräftebildung. Und die sind auch zusammengeschlossen im Meta-Videoportal Unterrichtsvideos.net, das als übergreifende Suchmaschine dann dient. Dankeschön. World. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist kein Rechtschreibfehler, sondern unser einprägsames Akronym und steht für Wirtschaftspädagogik und ökonomische Bildung, Lehrkräftebildung und Unterricht digital. Mein Name ist Jens Klusmeier von der Universität Kassel und als Verbundleiter von 14 Teilprojekten aus 7 Bundesländern darf ich Sie ganz herzlich einladen, mit unserer World in Kontakt zu treten. World verbindet Projekte und Menschen aus der ökonomischen
Bildung und der wirtschaftsberuflichen Bildung. Unsere Fortbildungen und Teilprojekte bedienen also Bildungsgänge von der allgemeinen bis zur beruflichen Bildung. In World haben wir Expertise aufgebaut zu folgenden Themen: Educast, Erklärvideos, ERP-Systemen, Escape Rooms, Experimenten, Flipbooks, KI-Einsatz, Simulationen, Storytelling, Videovignetten und Digilabs. World liefert also evidenzbasierte Fortbildungsangebote für digitale und digital unterstützte Lehr-Lernprozesse und Lernumgebungen und fördert den Kompetenzaufbau bei unseren Lehrkräften. Unsere vielfältigen Praxis- und Fortbildungsaktivitäten werden in einem World House, einem strategisch agierenden Akteursnetzwerk, gebündelt. Unsere Expertise in den genannten digitalen Formaten, aber auch darüber hinaus zu den Themen handlungsorientierter, situativer Unterricht, Lebenswelt- und Arbeitsprozessorientierung oder auch im Theorie-Praxistransfer bieten wir gerne unserem Kompetenzverbund SGW als auch Digital Lernen an. Lernen Sie uns kennen, kommen Sie in unsere World, wir freuen uns. Super, vielen Dank. Das war, genau, der Kompetenzverbund Sprache, Gesellschaft, Wirtschaft. Jetzt kommen wir zum nächsten Kompetenzverbund, Musik, Kunst, Sport. Und alle, die sozusagen gleich hier auf der Bühne was sagen, gleich hier Folien sehen, schon am besten hier vorne auch mit sammeln. Und ich würde, genau, einfach hier schnell schon sammeln, dass es gleich flott immer weitergeht. Einfach, Sie sehen ja die Folien, die wissen jetzt, wie das Spiel geht. Und ich würde Herrn Frederking auf die Bühne bitten für sozusagen die Anfangsworte. Vielen Dank. Mache ich gerne. Kommen Sie ruhig mit hoch. Das war eben, glaube ich, ganz lebendig. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Sie im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Kompetenzzentrum Kunst, Musik und Sport begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Volker Frederking, ich bin Deutschdidaktiker an der Uni Erlangen-Nürnberg und gleichzeitig Sprecher dieses Verbundes. Wie das zusammengeht? Naja, unser Verbund besteht aus 8 Projektverbünden, Forschungsverbünden, und in denen werden Fortbildungsangebote für digitales Lehren und Lernen im Bereich der ästhetischen Bildung, vor allen Dingen jetzt konkret im Bereich Musik, Kunst und Sport entwickelt, und auf der anderen Seite gibt es eben auch Fächer wie Literatur, Poetik, Theater, Film haben wir dabei und kulturelle Bildung, die eben auch mitwirken. Von daher ein bunter Strauß, der hier entsteht. Und da wir sehr viele sind, mache ich es sehr kurz. Wir hören jetzt im Detail, was die einzelnen Projekte anzubieten haben. Der erste ist Comi Arts. Ja, hallo, mein Name ist Benjamin Jörsen und ich stehe hier stellvertretend für die Gruppe der fachwissenschaftlichen Leitung von CAMArts. CAMArts ist ein Verbund, der sich aus 8 Hochschulen zusammensetzt. Ich nenne nur mal die Orte, also Bielefeld, Duisburg-Essen als Konsortialleitung, haben wir schon gehört, bei CAM, Erlangen-Nürnberg, Köln, Lüneburg, Burg, Münster, dann auch last not least die Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf und die PH, die Pädagogische Hochschule in Karlsruhe. Und im Fokus stehen bei CAMArts Diversitäts-, Digitalisierungs- und digitalitätsbezogene Professionalisierungskonzepte für Lehrkräfte, die wir entwickeln. Und das tun wir in den Fächern auf der einen Seite Kunst und Musik und als drittes Moment die kulturelle Bildung, die insbesondere jugendkulturelle Aspekte einbringt. Und eine kleine Besonderheit ist, wir haben ein projektinternes Metavorhaben, das nennen wir Across, wo all diese Erkenntnisse gebündelt werden, sodass wir Bezüge nicht nur zur informellen Jugendkultur zum Beispiel, sondern auch zur nonformalen Bildung herstellen können und einen interdisziplinären Austausch insbesondere sehr stark in den Vordergrund stellen können. Genau, ich bin Dr. Wiebke Fiedler-Ebke, ich bin Koordinatorin der Transferstelle über 3 Verbünde, deshalb habe ich auch das falsche Kompetenzzentrum hier. Die Transferstelle der CAM-Verbünde Arts, Sport und MINT
kurz Transferstelle Bielefeld Bildung Digital, Trabi Digital, bitte merken Sie sich das, hat zwei Hauptaufgaben. Nämlich zum einen stellen wir sogenannte Transferpraxisbeiräte zusammen, die die Materialien, die in den drei Verbundprojekten in den KAM-Netz zu unterschiedlichen Themen entwickelt werden, mit der Praxis abgleichen, weil Personen, die im Fortbildungssystem sich auskennen und am besten in Landesinstitutionen arbeiten, diese einschätzen, sodass wir die Praxis direkt einbeziehen. Das in aller Kürze zu der Transferstelle. Wenn Sie neugierig geworden sind, kommen Sie gerne zu den Postern von KAM-MINT, KAM-Arts und KAM-Sport. Bitte. Hallo, ich bin Julia Mirau und ich darf heute in der Rolle der fachlichen Verbundleitung, die ich gemeinsam mit Jens Kleinert innehabe, das Projekt KAM Sport vorstellen. Im Zentrum dieses Kompetenznetzwerks sind insgesamt 11 Universitäten aus 4 Bundesländern und hier stehen auch systematische, qualitativ abgesicherte Fortbildungen im Vordergrund für Sportlehrkräfte. Sportlehrkräfte brauchen ganz spezielle digitale Kompetenzen. Unser Fach ist nicht mit anderen vergleichbar. Wir unterrichten an speziellen Orten. Wir haben eine sehr hohe Praxis- und Körperorientierung. Das Herzstück in unserem Verbund sind unsere 5 Community Networks, unsere KAM-Netz. Hier werden die Fortbildungskonzepte, die alle auf vielen Vorarbeiten unserer VerbundpartnerInnen aufbauen, weiterentwickelt, erprobt und evaluiert. Inhaltlich kümmern wir uns um den Einsatz digitaler Medien und Technologien, vor allen Dingen für die Planung und Durchführung von Sportunterricht. Es werden aber auch Fortbildungskonzepte erprobt, die sich mit gesellschaftskritischeren Aspekten von Digitalisierung und Schulsport auseinandersetzen. Ja, die Julia von der Deutschen Sporthochschule steht für die fachliche Expertise. Ich bin der Mann fürs Grobe, ich bin Projektkoordinator für die drei KAM-Verbünde, KAM-MINT, KAM-Arts und KAM-Sport. Koordiniere ich zusammen mit anderen zur Projektarchitektur der drei Verbünde. Haben Sie schon was bei Stefan Ruhmann zu MINT und bei Wiebke Fiedler-Ebke zu Arts gehört? Wichtig zu erwähnen, wir bauen auch oder weiterentwickeln noch ein Metaportal, Manfred Holodinski, wo wir unsere Projektprodukte dann einstellen. Das wären im Wesentlichen Fortbildungsprojekte. Module und Konzepte sein. Ich würde gerne noch mal auf die Genese ganz kurz eingehen, irgendwie unseres Verbundes. Wir kommen aus dem Verbund KAM-IN heraus, alle 12 lehrkräftebildenden Hochschulen Nordrhein-Westfalens, wurden QLB gefördert zwischen 20 und 23 und hatten auch digitalisierungsbezogene Fortbildungen und phasenübergreifende Zusammenarbeitsformen im Fokus, bringen also einen breiten Erfahrungsschatz mit irgendwie, haben etablierte Verwertungs- und Kooperationsstrukturen und Standards für Transfer und Entwicklung. Und das erklärt die Geschlossenheit dieser Verbünde. Danke. Ich schlüpfe jetzt mal in eine andere Rolle. Ich freue mich, Ihnen den Verbund DIES vorstellen zu können. Beteiligt sind 15 Professuren an 9 Universitäten. Ich zähle sie aus Zeitgründen jetzt nicht auf. Das können Sie an unserem Posterstand genauer nachlesen. Im Fokus unseres Projektes steht die Entwicklung, Evaluation und Implementation evidenzorientierter Fortbildungsangebote für digitale Souveränität in den ästhetischen Fächern, also mit dem Fokus auf poetisch-literarische Bildung, theatrale Bildung, filmische Bildung haben wir nicht dabei, dafür haben wir aber kulturelle Bildung, künstlerische Bildung, musikalische Bildung und sportliche Bildung. Ein größerer Verbund tatsächlich, digitale Souveränität, das verstehen wir ähnlich wie in diesem Projekt als eine Doppelung, also als eine Verbindung einerseits aus anwendungsorientierten Nutzungskompetenzen, die bei Lehrkräften wie bei Schülerinnen und Schülern aufgebaut werden sollen, mit ästhetischem Fokus. Und auf der anderen Seite geht es um die Entwicklung, Vertiefung von Haltung ethisch reflexiver Art, personaler im Sinne von Selbst- und Weltverhältnis in Bezug auf ästhetische Bildungsfragen und die damit verbundenen Chancen und Risiken, die digitale Medien beinhalten. Konkret bedeutet das, das Spektrum ist relativ weit und reicht auf der einen Seite von eigenaktiven, kreativen Erkundungen digitaler Medien in der Anwendung, geht dann über zum Beispiel über VR-Anwendungen oder textgenerative oder bildgenerativer KI, Stichwort ChatGPT, bis hin zu dem Aufbau einer Kompetenz zum resilienten Umgang mit digitalen Manipulationen, wo ästhetische Aspekte oder Elemente eben auch integriert sind, zum Beispiel in Influencer-Marketings oder Fake News oder
Desinformationen. All das findet sich bei uns im Angebot und vieles mehr. Wenn Sie genauere Informationen haben wollen, sind Sie herzlich eingeladen, zum Posterstand zu kommen. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und jetzt habe ich die Freude, DidiPro ankündigen zu können. Genau, das Akronym DidiPro steht für Digitalität, Diversität, Producing, Praktiken populärer Musik in Schule und Weiterbildung. Und wir entwickeln diversitätssensible Fort- und Weiterbildungsangebote für Musiklehrkräfte im Bereich Producing. Ja, Producing, also die digitalen Produktionspraktiken populärer Musik, sind ja bisher im schulischen Musikunterricht kaum präsent, obwohl es gerade diese Produktionspraktiken sind, auf denen ein Großteil der Musik basiert, durch die die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler geprägt ist. Und wir wollen mit unserem Projekt Lehrkräfte dazu befähigen, dieses Thema in ihrem Unterricht aufzugreifen. Zentral für unseren Ansatz ist dabei die kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Dimensionen sozialer Ungleichheiten, die diese Praktiken oft selbst reproduzieren, zum Beispiel in Form von Gender-Stereotypen. Genau, und wir entwickeln in insgesamt 5 Teilprojekten an 3 Standorten evidenzbasiert Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen unterschiedlicher Formate und digitale Lehr-Lernmaterialien, die dann nach Projektende als OERs auf einer Online-Plattform frei zur Verfügung gestellt werden. Und dieser Entwicklungsprozess wird von sogenannten Entwicklungsteams an den 3 Standorten begleitet, die die erarbeiteten Materialien dann evaluieren und vor allem im Hinblick auf ihre Praxistauglichkeit im Schulkontext hin überprüfen. Ja, wir sind ein Team aus 11 WissenschaftlerInnen von 3 Musikinstituten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, konkret aus Münster, Lüneburg und Oldenburg. Und wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Praxispartnern, darunter sind verschiedene Landesinstitute für Lehrkräftebildung, aber auch Musiktechnologieunternehmen wie Ableton und Projekte mit Expertisen in der diversitätssensiblen Musikvermittlung wie Helvetia Rockt und Era Music. Vielen Dank. Mein Name ist Britta Fischer, ich bin heute hier, um das Projekt DigiPro SMK vorzustellen. Der Verbund widmet sich 2 Schwerpunkten. Das eine ist die Professionalisierung von Sport-, Musik- und Kunstlehrkräften für digitale Medien und darüber hinaus auch diese Lehrkräfte zu professionalisieren mit digitalen Medien. Dafür arbeiten wir in 6 sogenannten COPs zusammen und zwar widmen wir uns zum einen dem Thema der Körperlichkeit im Kontext digitaler Medienkulturen, darüber hinaus der Professionalisierung für hochimmersive digitale Medien, aber auch der zeitbezogenen ästhetischen Bildung, der Urteilsfähigkeit und Teilhabe im Kontext der Digitalisierung. Das im Sinne der Professionalisierung für digitale Medien. Im Sinne der Professionalisierung mit digitalen Medien geht es um die Förderung von Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozessen, und zwar mit Hilfe von digitalen Technologien, diese zu analysieren, aber auch zu fördern. Und darüber hinaus geht es um inkludierende und exkludierende Momente applikationsunterstützten Unterrichts. Quer zu diesen beiden Schwerpunkten und den jeweiligen Inhaltsbereichen liegt unser 6. Bereich und da geht es um selbstreguliertes Lernen und die Medienbildung, weil wir der Meinung sind, neben unserer fachlichen Expertise brauchen wir auch noch andere Wissensbestände von Experten an der Stelle. Wer sind wir? Ich werde es nicht im Einzelnen aufzählen, aber um einen Überblick zu geben, im Augenblick, wir sind mittlerweile 45 Personen in diesem Gesamtverbund und wir arbeiten an 10 verschiedenen Hochschulen in 7 Bundesländern. Und wenn Sie neugierig geworden sind, uns kennenzulernen, wer wir genau sind und was wir machen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie zu unserem Poster kommen. Sie können uns gerne alles fragen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Nadja Stott von der Universität Stuttgart. Ich stehe hier stellvertretend für 18 Standorte mit 21 Teilprojekten und das sind natürlich noch jede Menge Mitarbeiter, die wir mittlerweile begrüßen dürfen, die an diesen Projekten teilnehmen. Wir haben schon von Andreas Lachner gehört, dass wir das Geschwisterprojekt von MINT-ProNet sind. Der einzige Unterschied in dem Titel ist letzten Endes, dass sich das MINT-Projekt tatsächlich auf prozessbezogene, adaptive Unterrichtsformate stützt und wir natürlich in unseren Formaten Kunst, Musik, Sport das Ganze auf Handlung beziehen. Und damit haben wir auch gleich einen großen Unterschied, wenn es die Projekte selbst angeht, nämlich dass in Kunst und Musik insbesondere dass Digitale häufig eine eigene Kunstform darstellt
Und das ist ja ganz spannend, während wir im Sport vielleicht eher dafür sorgen wollen, dass Bewegung besser sichtbar wird. Und dazu wollen wir Lehrern zum einen auf der einen Seite natürlich Ideen geben, wie man das besser in den Unterricht integrieren kann, über Fortbildung, über Unterrichtsentwicklungskonzepte, aber natürlich auch neue Technologien vorstellen im Innovation Hub, die man vielleicht noch gar nicht wirklich mitgedacht hat. Aber das ist ja auch das Schöne, in die Zukunft denken zu dürfen. Und das findet natürlich auch in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Landeslehrerinstituten zusammen, aber auch mit bereits bestehenden Makerspaces, mit digitalen Labs, die wir vor Ort haben. Und vielleicht noch ein Aspekt, den ich wunderschön finde, worum es eigentlich bei uns geht, nämlich, dass wir Magie, Choreografie, Poesie im Zusammenspiel von Mensch und Maschine schaffen. Und ich glaube, das ist ein schöner Überbegriff für unser Projekt. Alles Weitere können Sie auch wieder, natürlich die einzelnen Standorte, die Vertreter an den Postern sehen. Und hier stehen wir gerne Rede und Antwort für Ihre Fragen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, mein Name ist Benedikt Sauerbier. Ich vertrete heute Professor Dr. Oehler, der leider nicht vor Ort sein kann. Ich komme von der Universität Osnabrück. Professor Oehler ist der Verbundkoordinator unseres Projektes Levico XR, Lehrerbildung in virtuellen Kontexten. Neben der Universität Osnabrück haben wir als weitere Verbundpartner noch die Staatliche Hochschule für Musik in Trossingen und die Hochschule in Düsseldorf. Unser Projekt Levico XR adressiert digitale Kompetenzen für das Fach Musik im Bereich virtueller Realität und erweiterter Realität, VR und AR. Übergeordnetes Ziel des Vorhabens ist es, VR, AR, Lerndesigns in der Musiklehrkräftebildung zu erstellen und zu validieren. Diese sollen am Ende in verschiedenen Szenarien von Akteuren der Lehrkräftebildung einfach und intuitiv verwendet und erweitert werden können. Konkret können das Anwendungen sein, in einer virtuellen Umgebung kollaborativ zu musizieren, das Anleiten von Ensembles zu üben, musiktheoretische oder historische Inhalte praxisnah und immersiv zu vermitteln und so weiter. Die Orte, an welchen die Erprobung dieser Lehr-Lern-Designs und auch die Fortbildungsmaßnahmen selbst stattfinden, sind sowohl die Landesinstitute als auch die Musikakademien in mindestens 5 Bundesländern. Wir haben an unserem Poster unten 2 von diesen VR-Brillen mitgebracht. Unser Team steht dort gerne zur Verfügung. Sie können diese Brillen ausprobieren. Sie können mit uns in Austausch kommen über unsere Ziele und unsere Methoden. Ich möchte Sie herzlich einladen, uns dort zu besuchen. Ganz herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen. Ich habe mir gedacht, das wirkt total authentisch, wenn ich das jetzt ins Tablet reinmache, noch bei Lernen Digital, und werde deswegen auch noch ein paar Sachen zu unserem Projekt sagen. Als diese Projekte beantragt waren, hat man sich überlegt, wie macht man das große Projekt weit verbreitet. Wir haben uns dafür entschieden, im ganz kleinen Projekt ganz scharf das zu machen. Und der Vorteil von so einer scharfen Darstellung ist, dass es auch sehr präzise und kohärent sein kann, aber es ist eben nur ein sehr kleines Projekt. Das basiert auf 15 Jahren einem Konzept, was wir jetzt erarbeitet haben, sogar einem MOBA-Konzept von einer Testentwicklung, die ja einige Zeit dauert, bis hin zu dann Umsetzung in einem EU-Projekt mit 13 Partnern. Dort haben wir auch ein Förderkonzept dann entwickelt. In der nächsten Phase, Corona-bedingt, haben wir es dann in eine digitalisierte Form überführt. Wir haben eine App entwickelt. Und jetzt freuen wir uns, dass wir das jetzt eben auch nochmal implementieren und disseminieren können. Das machen wir nur mit 3 Partnern in Frankfurt, in Flensburg und in Hamburg. Mein Name ist Irin Gerlach aus Hamburg. Wir haben also 3 Bausteine, eine App-basierte Erfassung dieser motorischen Basiskompetenzen. Sie können da nachgucken mal. MOBAG.info ist unsere Seite seit über 10 Jahren. Das ist ein anderer Ansatz, als viele von Ihnen vielleicht kennen oder von Ihren Kindern kennen. Also das ist was völlig anderes, als vielleicht auch Sie in Ihrer Biografie kennen. Also eine App-basierte Erfassung, dann geht es um eine App-basierte Implementation eines bereits evaluierten Förderkonzeptes und dann geht es um Blended Learning-Konzepte für die Schulung von Lehrkräften in Flensburg. Und so hat jeder Partner seine Aufgabe. Es geht auch um die Befähigung von Multiplikatoren. Und da ich jetzt noch ein paar Sekunden habe, freue ich mich darüber, dass es tatsächlich darum geht, um Transfer, interaktiver Transfer, der beforscht werden muss, deswegen auch Transferforschung. Und das ist Aufgabe eben von verschiedenen Gebieten und Fachgebieten zusammen, gemeinsam mit den Praxispartnern das zu machen. Und dann gebe ich einen ganz kleinen Teaser auf das Transferpapier der Gesellschaft für Fachdidaktik, was jetzt rauskommt. Da bin ich nämlich Vorsitzender. Passt sehr, sehr gut zu dieser Veranstaltung. Vielen Dank.
Genau, das war's, wurde mir gerade zugeflüstert. Vielen Dank, das war Kompetenzzentrum Musik, Kunst, Sport in der Reihenfolge. Vielen, vielen Dank. Jetzt kommen wir zur blauen Farbe. Ich glaube, genau, Kompetenzzentrum Schulentwicklung ist das letzte. Und da werden wir jetzt noch schnell durchflitzen. Und genau, alle wichtigen Personen, die gleich vertretend hier was kurz sagen, kommen nach vorne. Ich würde direkt übergeben, kurze Anmoderation. Ich glaube, 4 stehen auf meinem Zettel, 4 sind da. Perfekt, es wird erstmal begrüßt, genau, erstmal muss man nochmal Hallo sagen, schön. Ich begrüße jetzt den Sprecher vom Kompetenzzentrum Schulentwicklung und übergebe. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir kommen auch direkt alle zusammen auf die Bühne. Als Sprecher des Kompetenzzentrums Schulentwicklung darf ich Sie sehr herzlich zu unserem Posterpitch begrüßen. Mein Name ist Christian Reinches und ich bin Verbundkoordinator des Verbundes Digi-Schuko-MPK. Was sich dahinter verbirgt, werde ich gleich im Anschluss erläutern. Der Co-Sprecher unseres Verbundes ist Ralf Körrenz von der Universität in Jena. Die 4 Projektverbünde unseres Verbundes umfassen insgesamt, Katharina Scheiter hat es vorhin erläutert, 26 Teilprojekte und sind am 1. August erst gestartet und waren damit also das letzte Kompetenzzentrum. Die 4 Verbünde beschäftigen sich mit der forschungsbasierten Entwicklung von Fortbildungs-, Unterstützungs- und Beratungsangeboten zur Professionalisierung von Schulleitungen, von Lehrkräften sowie, und das ist jetzt ein wichtiger Zusatz, des übrigen pädagogischen Personals. Mehr Details zu den Projekten erfahren Sie jetzt im Pitch, und zwar zunächst in der Reihenfolge Digi-Schuko-MPK, dann COCON, dann LEADCOM und dann SchuDID. So, Herr Frederikin hat das gerade so schön gesagt, ich switche jetzt die Rolle, dann tue ich das mal genauso. Als Verbundkoordinator von Digi-Schuko-MPK möchte ich Ihnen unser Projekt kurz vorstellen. Das Akronym steht für digitalisierungsbezogene und digital gestützte Schulkulturentwicklung durch multiprofessionelle Kooperation an ganztägigen Grundschulen. Grundschulen müssen sich verändern, um heutigen Herausforderungen gerecht zu werden, sagte unser Osnabrücker Kollege und Co-Antragsteller Adalin Elmar-Falani neulich im Kölner Stadtanzeiger. Doch was sind diese Herausforderungen, denen die Grundschulen sich ausgesetzt sind oder fühlen? Einerseits der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 26 und die daraus resultierende Notwendigkeit der multiprofessionellen Kooperation des pädagogischen Personals. Ein zweiter Aspekt, die digitale Transformation von Schule. Und ein vierter oder ein dritter Punkt, die Sicherung von Mindeststandards. So belegt der IQB-Bildungstrend 21, dass 20% der Viertklässler im Lesen und im Zuhören am Mindeststandard scheitern, 30% sogar im Kompetenzbereich der Orthographie und 22% in der Mathematik. Im Projektverbund Digi-Schuko-MPK widmen wir uns in 5 Universitäten in Oldenburg, Bochum, Braunschweig, Hamburg und der Uni Osnabrück der digitalisierungsbezogenen und digital gestützten Professionalisierung des pädagogischen Personals an ganztägigen Grundschulen. Es geht dabei unter anderem auch um das Kernelement mit den Schwerpunkten Inklusion und Ganztag. Wir arbeiten ebenso wie vorhin schon andere Projekte mit Communities of Practice. Diese sind heterogenitätssensible Kooperationsentwicklung, sozialraumorientierte Schulentwicklung, datenbasierte Schulentwicklung und die Entwicklung einer Schulkultur des selbstregulierten Lernens. Wir freuen uns, Sie an unserem Poster begrüßen zu dürfen, und ich übergebe damit an das Projekt COCON. Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Julia Hager und Professor Dr. Frank Fischer, und wir dürfen heute COCON vorstellen. Ich bin die Koordinatorin des Projekts, also zentral in unserem Projekt ist die Lehrkräftekooperation. Kooperation im Bereich der Organisationsentwicklung, der Personalentwicklung und zur Co-Konstruktion von Unterricht, daher auch der Name COCON. Auf diesen 3 Ebenen sehen wir die digitale Schulentwicklung und möchten diese auch verzahnen und gemeinsam weiterentwickeln. Wie machen wir das? Unser zentrales Element ist ein
digitales Tool, was wir gemeinsam entwickeln zur Unterstützung von der Lehrkräftekooperation. Auf Basis des europäischen Rahmens für digitale Kompetenzen von Lehrenden, dem DIGCOMP-EDU, entwickeln wir ein Beobachtungsinstrument mit mehreren Modulen, den DIGCOMP-EDU Observe und den DIGCOMP-EDU Collaborate. Mithilfe unserer Fachdidaktiken werden wir diesen noch auf naturwissenschaftlich-mathematischen und sprachlichen Bereich sowie für die Pflege und die Gesundheit weiter ausspezifizieren. Schwieriges Wort. Genau. Wenn wir Sie jetzt hier ein bisschen neugierig gemacht haben und Sie mehr darüber wissen wollen, wie unser symbolischer Kokon zu einem Schmetterling wird, dann laden wir Sie ein, dass Sie zu unserem Poster kommen oder direkt persönlich auf uns zukommen, auf unseren Verbundsprecher Herrn Fischer und auf die anderen Mitglieder, die heute hier in Berlin angereist sind. Ja, vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, dann mache ich direkt weiter. Rudolf Kammerl ist mein Name vom Projekt LeadCom. Also WhatsApp, Zoom oder digitale Lernplattformen. Immer häufiger werden digitale Medien in Schulen eingesetzt zur Kooperation und Kommunikation. Aber welchen Vorstellungen von einer positiven Kommunikationskultur folgt diese Entwicklung eigentlich? Welche pädagogischen Ideen stecken dahinter? Welche Bedeutung haben pädagogische Leitbilder? Wie soll zukünftig mit digitalen Medien Kommunikation und Kooperation an Schulen gestaltet werden? Damit Schulleitungen ihre innovative Vision umsetzen können, benötigen sie Kompetenzen im Bereich Digital Leadership. Und genau da setzt unser Verbundprojekt an. Unser Verbund LeadCom besteht aus 11 Hochschulen, zahlreichen Schulen und Transferpartnerinnen in 7 Bundesländern. Und wir entwickeln Fort- und Beratungsangebote für Schulleitungen, aber auch für Lehrpersonen, die sich mit digitalitätsbezogener Schulentwicklung befassen. Sowohl an allgemeinbildenden Schulen, aber auch an berufsbildenden Schulen. Und inhaltlich nehmen wir ganzheitlich den Bereich digitale Kommunikation und Kooperation in den Blick. Also Kommunikation im Kollegium, schulübergreifend, mit Eltern, aber auch also den Bereich der Schüler. Wir wollen zeitgemäße Methoden der Schulentwicklung implementieren und wir wollen diese Fort- und Beratungsmodule mit Hilfe unserer zahlreichen Kooperationspartnern eben praxisnah gestalten. Das heißt, wir erproben das in der Schulpraxis, in der Lehrkräftefortbildung und wir evaluieren das Ganze. Und letztendlich soll das Ganze dann als OER, als Open Educational Resources, verbreitet und zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank. Ja, was ist unser Erkenntnisinteresse? Schule hat seit der Aufklärung die Funktion, durch die Darstellung von Welt, Menschen zu ihrer Freiheit und Verantwortung zu befähigen. Dies ist auch eine wesentliche Voraussetzung von Demokratie. Die Kultur der Digitalität verändert das anthropologische Dreieck Freiheit, Verantwortung, Welt, formal und inhaltlich. Deswegen muss digitale Schulentwicklung unseres Erachtens immer auch demokratisch reflektiert und gestaltet werden. Wer wir sind, ein Netzwerk quasi von der Küste bis nach Bayern mit Zentrum in der Mitte, Rostock, Kassel, Leipzig, Bamberg, Jena. Wie wir arbeiten, unser empirisches Instrumentarium reicht von juristischer Hermeneutik und Bildungsphilosophie bis zu den verschiedenen Quali- und Quanti-Methoden. Wie wir organisiert sind, in 5 Tandems, die auf der Makro-, Meso- und Mikroebene Fort- und Weiterbildung entwickeln, quasi von juristisch-ethischen Grundlagen bis hin zu digitaler Demokratie im Klassenzimmer. Und sonst noch so? Schule als Lernort der Demokratie steht durch Digitalität neu zur Debatte. Das Verhältnis von Schulpflicht und Unterrichtspflicht,
der Umgang mit Parallelgesellschaften, Kontrollverlust und Wahrheitsansprüchen, unsere vermoderten pädagogischen Orientierungsbegriffe wie Bildung, Erziehung, Unterricht. All dies steht mit der Kultur der Digitalität im Rahmen einer wehrhaften Demokratie auf dem Prüfstand. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Das letzte Kompetenzzentrum wurde jetzt vorgestellt. Jetzt haben Sie